Bevor Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah subhanahu wa ta'ala das Prophetentum bekam, sprach man unter seinem Volk nur in lobenden und guten Worten über ihn. Er war dafür bekannt, vertrauenswürdig zu sein, weshalb er den Beinamen Al-Amin erhielt. Schon vor seinem Prophetentum log er nie und man wusste allgemein um seinen tugendhaften Charakter. Jahre zuvor war er es gewesen, den man auswählte, um den schwarzen Stein in der Kaaba zu platzieren. Als fast ein Krieg unter den verschiedenen Stämmen ausbrach, weil sie sich nicht einigen konnten, war er es, dem diese ehrenvolle Aufgabe zuteil werden sollte. Er, sallallahu alaihi wasallam, war es, der sie vor einem Krieg bewahrte. Doch als er zum Propheten wurde, ihnen davon erzählte, dass Allah sein Rab und ihr Rab ist, schien dies alles vergessen zu sein. Sie gingen harsch und schroff gegen ihn vor und verloren nur noch negative Worte über ihn, sallallahu alaihi wasallam. Eine markante Sache, mit der sie ihn betitelten, war, dass er Majnun sei, dass er wahnsinnig oder besessen sei. Doch Allah subhanahu wa ta'ala höchstpersönlich war es, der dazu in Surah Al-Qalam Stellung bezog. Du bist durch die Gunst deines Herrn kein Besessener. In dieser schweren Zeit von Verleumdungen, Beleidigungen und Hetze, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ertragen musste, war er auf die Hilfe seines Herrn angewiesen. Und Allah subhanahu wa ta'ala war ihm eine Stütze, indem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam von der Behauptung, Majnun zu sein, losprach. Ganz gewiss war der Prophet sallallahu alaihi wasallam alles andere als verrückt gewesen. Als sei es nicht genug gewesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vor den Anschuldigungen der Quraysh verteidigte und ihn davon freisprach, ging er sogar noch weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt weiter: Es wird für dich wahrlich Lohn geben, der nicht aufhört. Und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Dies war die Antwort Allah subhanahu wa ta'alas auf die Bezeichnungen, mit denen sie den Propheten verleumdeten. Zuvor sagte Allah, dass der Prophet nicht Majnun ist. Aber jetzt gibt Allah ihm sogar noch eine höhere und bedeutendere Stellung. Er subhanahu wa ta'ala sagt, dass er Lohn bekommen wird, der nicht aufhört. Und entgegen den Vorwürfen, die die Quraysh dem Propheten machten, hebt Allah noch hervor, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von großartiger Wesensart ist und dass er einen edlen Charakter hat. Wenn man sich mit dem Leben des Propheten beschäftigt, dann wird man verstehen, warum er Habibullah, der Liebling Allahs, ist und warum er als bester Mensch gilt. Qatada berichtet: Ich sagte zu Aisha, O Mutter der Gläubigen, erzähle mir vom Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha fragte: Hast du nicht den Koran gelesen? Ich sagte, dass ich ihn selbstverständlich gelesen habe. Und Aisha radiallahu anha sagte: Wahrlich, der Charakter des Propheten Allahs war der Koran. Der Koran ist das Buch Allahs. Es ist eine Anleitung für uns Menschen, in der nichts ausgelassen wurde. Was richtig und falsch, schön oder hässlich ist, entscheidet allein Allah. Denn er ist der Erschaffer von allem und weiß am besten über seine Schöpfung Bescheid. In anderen Worten bedeutet dies, dass derjenige der beste Mensch ist, der das, was im Koran als gut bezeichnet wird, versucht umzusetzen, während er das, was im Koran als schlecht bezeichnet wird, versucht zu unterlassen. Dies tat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer unnachahmbaren Art und Weise. Und das ist auch die Bedeutung dessen, wenn Aisha radiallahu anha uns davon berichtet, dass der Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam der Koran war. Es ist nichts anderes als die Bestätigung der Ayah, und du bist wahrlich von großartiger Wesensart. Was bedeutet also dies für uns? Warum finden genau diese Ayat Erwähnung? Warum genau dieser Hadith? Und was hat es mit der feindlichen Vorgehensweise der Quraysh gegenüber dem Propheten und den Sahaba auf sich? Wir können daraus eine große Lehre und Motivation entnehmen, genauso wie es auch für den Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Motivation war, als Allah bestätigte, dass er nicht Majnun ist, sondern einen edlen Charakter besitzt. Niemals wird ein Geschöpf besser sein als unser edler Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir, die Umma Muhammads sallallahu alaihi wasallam, nehmen ihn zum Vorbild und versuchen seinen edlen Charakter bestmöglich nachzuahmen. Dabei gibt es Höhen und Tiefen, Menschen, die uns unterstützen, aber auch Menschen, die uns fallen sehen wollen. Genauso wie die Quraysh den Propheten fallen und versagen sehen wollten. So hetzten sie die Menschen gegen ihn auf, logen über seine Person, verleumdeten und beleidigten ihn und griffen ihn sogar körperlich an. Und so unterscheidet sich oftmals unsere Realität gar nicht allzu stark von der damaligen.
Sobald wir versuchen, den Islam in seiner Gesamtheit zu praktizieren und dabei keine Kompromisse eingehen, werden wir als radikal, extremistisch oder als Menschen bezeichnet, die ihren eigenen Verstand nicht benutzen, weil wir an ein Märchen glauben. Wie oft werden muslimische Frauen aufgrund ihrer Bedeckung schief angeguckt, beleidigt und angegriffen? Wirft man uns muslimischen Männern nicht immer wieder vor, dass wir unsere Frauen unterdrücken und ein Weltbild wie aus dem Mittelalter oder gar der Steinzeit haben? Fakt ist, dass wir Muslime auch heute noch viele Anfeindungen in verschiedenster Form ertragen müssen. Und das allein deswegen, weil wir an Allah subhanahu wa ta'ala und seine Propheten glauben. In dieser islamfeindlichen Atmosphäre kann es passieren, dass wir uns manchmal für den Islam schämen. Aber das darf niemals der Fall sein. Der Islam ist unser ganzer Stolz. Wir tragen ihn auf unseren Händen, verteidigen ihn gegen jegliche Angriffe und wenn wir über ihn sprechen, dann mit erhobenem Haupt und breiter Brust. Für den Propheten sallallahu alaihi wasallam war es eine Unterstützung und Motivation, als Allah über ihn sagte, dass er einen edlen Charakter hat. Danach hätte sich die ganze Welt gegen ihn stellen können. Denn was braucht er mehr als die Bestätigung und Wertschätzung vom Herrn der Welten? Wenn wir den Islam bestmöglich zu praktizieren versuchen, dann ist unser Maßstab dabei der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wir versuchen also so zu leben, wie jener Mensch, den Allah in höchsten Tönen lobte und als seinen Liebling bezeichnete. Wenn wir diesen Weg mit Entschlossenheit gehen, dann gehören wir vielleicht sogar zu den Lieblingen Allahs. Und wenn wir diese Stellung von Allah bekommen, dann kann es uns doch gleichgültig sein, was die Menschen über uns sagen oder denken. Denn wir wissen, dass wir definitiv das einzig Richtige tun.